Es war das erwartet schwere Spiel. Wir wussten, dass wir Sunny seine Jungs kommen, die geben Vollgas und wir wussten, dass wir heute viel, mit viel Druck umgehen müssen. Das erste Drittel war wichtig. Ich glaube, wir haben im ersten Drittel so angefangen und die Sachen umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben. Wir haben sind viel Schlittschuh gelaufen. Natürlich war wichtig das erste Tor in dem Spiel, wo mit so vielen Emotionen gespielt wird wie heute auf beiden Seiten. Ist immer wichtig, dass du mit der Führung spielst. Und wir haben im Grunde über das ganze Spiel gesehen mit der Führung gespielt. Überzahl war, hat gut funktioniert heute. Drei Tore in Überzahl geschossen, wie das Sani schon gesagt hat. Unterzahl war gut. Wir haben einen guten Job gemacht, die Schüsse von außen zu geben. Und Thomas hat einen riesen Job gemacht mit Rebounds und mit allem, was wegzufangen war. Also insgesamt ein sehr schweres Spiel zu spielen für uns gegen einen sehr guten Gegner hier, der in allen Spielen, in jedem Spiel drin ist, unabhängig mal davon, wie die Ergebnisse waren in den letzten Wochen für Schwenningen. Wer genauer reinguckt, sieht, wie gut die Mannschaft spielt und wie hart die Mannschaft arbeitet. Und ich freue mich natürlich heute, dass wir es geschafft haben, dass wir nicht die Mannschaft waren, gegen die sich Schwenningen rehabilitiert, so wie das in der Vergangenheit bei uns schon oft passiert ist. Lob an die Jungs, bin stolz auf die Mannschaft, wie die das heute gemacht hat. Und jetzt geht es am Sonntag geht's weiter. Schwenningen ist ein super Verein mit einer super Mannschaft, auch gute Spieler drin. Und auch wenn die letzter sind, die haben es uns phasenweise heute ganz schön schwer gemacht. Aber wie das so ist, haben wir eben das kleine bisschen besser gespielt heute und dagegen gehalten. Und so haben wir das Spiel heute gewonnen. Genau das zeichnet uns im Moment aus, dass wir als Mannschaft die Spiele gewinnen, egal was der Gegner bringt, wir bringen mehr. War eine gute Mannschaftsleistung von uns und somit war wichtig für uns. Ja, als allererstes ist es immer wichtig, dass man, oder tut es gut, wenn man selber auch ein Tor schießt, aber ich glaube, auf eine so lange Saison hingesehen, wenn wir so weiterspielen, wird jeder seine Punkte machen und jeder hat seine Rolle und die muss man erfüllen. Und bei mir ist es ist immer wichtig fürs Selbstvertrauen, mal ein Tor zu schießen. Aber letztendlich ist es am Ende egal, wenn wir gewinnen und so weitermachen, dann wird jeder Punkte machen und jeder wird am Ende zufrieden sein. Wir wollen hart kämpfen, wir wollen einfach spielen, wir wollen auf uns konzentrieren und unser Spiel durchziehen. Und, deswegen eigentlich ändert sich bis auf ein paar Kleinigkeiten ändert sich nichts am Sonntag, sondern wir müssen unser Spiel durchziehen, als Mannschaft zusammenhalten, egal was die Berliner probieren. Und dann haben wir auch in Berlin die Chance zu gewinnen.